Pakt. Frau Barbara Kappel ist die nächste Rednerin. Herr Kommissar, Mitgliedstaaten konnten früher im Rat Sanktionen gegen sich selbst durch die Bildung von Allianzen abwenden und somit von der Kommission vorgeschlagene Maßnahmen blockieren. Durch das Reversed Qualified Majority Voting ist das jetzt schwerer möglich. Das heißt, Sanktionen treten nun automatisch in Kraft, wenn sich nicht eine qualifizierte Mehrheit dagegen ausspricht. Daraus resultieren gesteigerte Gestaltungsmöglichkeiten für die Kommission, und Sie haben uns das jetzt eindrucksvoll bewiesen, wie Sie diese Gestaltungsmöglichkeiten umsetzen werden, nämlich dass Sie 3 Monatsfristen einräumen für die Nachreichung von Daten von Ländern, die als problematisch beurteilt werden, Daten, die längst da sein müssten, denn die Beamten ändern sich ja nicht. Sprechen aber gleichzeitig von einer strengen Auslegung der Regeln. Das haben Sie uns heute gesagt, Sie werden die Regeln streng auslegen. Meine Frage nun an Sie, was verstehen Sie tatsächlich unter einer strengen Auslegung der Regeln, insbesondere in Bezug auf Sanktionen, wenn gegen den Stabilitäts- und Wachstumspakt verstoßen wird? Und eine zweite Frage in Bezug auf die Rolle des Parlaments im Zusammenhang mit der Haushalts- und makroökonomischen Überwachung im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspakts hat das Parlament meiner Ansicht nach unzureichende Mitsprachemöglichkeiten. Die Kommission legt ihre Bewertungen vor und die Mitgliedstaaten müssen sich vor der Kommission rechtfertigen. Das Parlament wird hier nicht ausreichend berücksichtigt, wenngleich jetzt Tattoo und Sixpack verschärft wurde. Meine Frage, welche Rolle sehen Sie hier in Zukunft für das Europäische Parlament? Merci de votre. Vielen Dank für Ihre Ausführungen zum Ansatz der Kommission in den nächsten Monaten. In der Tat, es geht darum, sicherzustellen, dass die Regeln des Paktes überprüft worden sind mit einem gewissen Verzug. Ich habe auch erklärt, warum, aber das wird sehr stringent durchgeführt werden. Und im Übrigen, das ist wirklich sehr vertieft angedacht, ohne irgendeine Nachsicht gegenüber den Ländern. Wir verfolgen weiterhin den Dialog mit den Ländern, erstens. Und dann wollen wir sehen, ob die Maßnahmen, die auch Wirkungen zeitigen, wirklich getroffen worden sind. 2014 sind Verpflichtungen eingegangen worden. Sind die eingehalten worden? Fragezeichen. Wenn nicht, dann werden zusätzliche Anpassungen eingefordert werden müssen. Und genauso werden wir sicherstellen, dass Strukturbemühungen, die umgesetzt werden, auch ausreichen. Ausreichen, um die entsprechenden Ziele zu erreichen, wie zum Beispiel in Frankreich. Und die müssen 0,5% des BIPs überschreiten. Also, ich glaube, wir sind uns alle einig hier. Da geht es um die Kapazität der Abänderung, der Anpassung der Volkswirtschaften, der Wirtschaftslagen. Und das wird dann ipso facto ein besseres Wachstum zeitigen. Und das ist wirklich der Schlüssel, wenn wir nachhaltige Wirtschaften wünschen. Das heißt, potenziell muss das hier stärker ansetzen. Und das werden wir in den nächsten Monaten tun. Abhängig nun von den Ergebnissen, die wir bei diesen 3 Parametern erreichen. Effective Agent, Structural Reforms, und Structural Reforms, werden wir die Maßnahmen ergreifen, die wir ergreifen. Also wie gesagt, ich habe gesagt, es wären wünschenswerte Ergebnisse, dass wir gute Schlussfolgerungen ziehen können. Aber ich habe gesagt, dass das auch möglich, nichts unmöglich wäre. Also wir können auch zu Sanktionen greifen. Die Kommission wird ihre Verantwortung übernehmen. Ja, und was das Parlament betrifft und seine Rolle, da gibt es natürlich Maßnahmen, die wir gemeinsam ergreifen werden, was die Wirtschaftsgovernance betrifft, Two-Pack, Sixpack und so weiter. Frau Biresse ist da schon ganz, hat das schon ganz mobil gemacht, und wir werden sicherlich daran zu arbeiten, das noch gemeinsam besser zu schaffen. Vielen Dank.